Ehrlich gesagt weiß ich nur wenig über die Stimmen, aber habe aber Grund zur Vermutung, dass fast alle Gerüchte über ihn wahr sein könnten. Du könntest mir auch sagen, dass seine Tränen Käse zurück zu mich verwandeln können und es wäre sinnvoller, dir Glauben zu schenken, als dich zu verlachen. Okay, Beric hat echt Humor. Weißt du was über seine Mächte? Ich bin kein Gelehrter der Zauberei, aber soweit ich es verstehe, stiehlt Nerads Stimme anderen den Verstand. Man sagt, er kann einem die Gedanken rauben und sie zu seinen eigenen machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Als mich die Geschmähten rekrutierten, befahl mir der Eisenmascher, niemals ohne Augenzeugen zu einer Audienz bei Nerads Stimme zu erscheinen. Hältst du ihn für illoyal? Ja, fast ohne Zweifel, du warst beim Aufstand von Wendrins Brunnen dabei. Der scharlachrote Chor schien zu beabsichtigen, die Kriegsbemühungen der Geschmähten zu verzögern. Sie wollten uns ohne Frage vom Brunnen fernhalten und dem Maul von Kyros Edikt preisgeben. Ich habe gehört, dass seine Tränenkiste zu Milch verwandeln können. Das ist sehr amüsant, Schicksalsbinder. Was weißt du über seine Kollegin, die Archontin Sirin? Sirin ist die Archontin der Lieder und die jüngste ihrer Riege. Sie kann alleine mit ihrer Stimme menschliche Gefühle beeinflussen. Nemas Stimme mag ja der Leiter des Chors sein, aber ich würde sagen, dass Sirin dessen beste Waffe ist. Nerads Stimme setzte ihr Talent geschickt ein. Er ließ sie die Küste hoch und runter ein Lied singen, worauf das Stufenvolk scharenweise zum Chor desertierte. Zurück zu meinen Fragen zum Chor. Was kannst du mir über Trommen und Taktiken erzählen? Taktiken? Ich wusste gar nicht, dass sie welche haben. Der Chor ist mehr ein irregulärer Mob als eine richtige Armee. Trotzdem sind sie ein gut bewaffneter Mob und in ihrer lächerlichen Version einer Kämpfergruppe gibt es auch einige richtige Krieger und Magier. Was weißt du über ihre Krieger? Die meisten Chorraten sind ungeübte Bauern, denen man ein Messer oder eine Mistgabel in die Hand gedrückt hat. Für den Dienst davon muss man nicht viel können. Man braucht nur ein schlagendes Herz, mehr benötigt der Chor nicht. Natürlich ist nicht jeder im Chor ein schwächliches Kind oder eine kränkliche Schrulle. Ihnen schließen sich auch einige ehemalige Soldaten und Verrückte an. Die Kämpferelite des Chors bildet eine Clique, die als scharlachrote Wüter bekannt sind. Da, Lyra. Ja, genau. Beric spricht viel zu abschätzig, aber er hat recht damit, dass die meisten rekrutenblutige zwangsverpflichtete Laien sind. Die meisten von ihnen überleben ihre ersten paar Schlachten nicht. Die Überlebenden haben Erfahrung, um andere zu führen, und die Gefallenen können problemlos ersetzt werden. Was für Magie setzt der Chor ein? Die Blutkantoren sind Magier, die niemand Stimmen folgen. Weder Chor selbst ist ihr Orden nicht voll der Tradition und Geschichte, sondern eher auf dem gestohlenen Wissen anderer Gilden aufgebaut. Die Ältesten der Blutkantoren sind Verräter von der Schule der wilden Wut. Sie sind so unbeständig und gefährlich wie das Feuer, das sie verehren. Deswegen wurden sie von jedem Reich geächtet und von den meisten vernünftigen Völkern gehasst. Als Nerads Stimme ihnen schließlich ein Bündnis anbot, nahmen viele der Wutmagier das Angebot an, die Stufen in Brand zu setzen. Dank ihrer Feuermagie haben sie einen Platz auf dem Schlachtfeld sicher, aber sie verstehen sich auch auf Lieder, die einem Herz und Verstand bewegen. Diese mutlosen Schweine können Zauber wirken, die den Mut eines Mannes stärken oder sich seiner Ängste bedienen. Wenn der Chor nur ein Mob ist, wer führt ihn dann an und versorgt ihn mit Nachschub? Nerads Stimme gibt seinen Elitenkommandanten Befehle, die wiederum den Bandenhauptmännern Anweisungen geben. Unterhalb dieser Hierarchie aber herrscht blankes Chaos. Ganze Banden werden sich aus der größten Hauptgruppe lösen und wieder in ihre Heimatländer verschwinden. Die Ineffizienz des Chors kann man nicht in Worte fassen und dennoch gibt es nie ein Problem, die im Durcheinander Verlorenen zu ersetzen. Ineffizient, jeder Schwächling, der mit dem Tümmel verloren geht, ist für jene im Chor, die noch immer nach dem Schlachtenlied tanzen, eine Bürde weniger. Unsere Toten müssen rau sein, sonst werden die Dummen und Weichen das Lied übernehmen. Der Chor muss viele Münder ernähren, weshalb die Rekruten, die nicht kämpfen können oder wollen, Essen und Wasser suchen müssen. Wenn sie das nicht tun, werden sie gleich an die Schweine verfüttert und so sinngemäß selbst zu Essen und Wasser. Beric zuckt mit den Schultern. Ein schöner Gegensatz zur Ehre, Effizienz und Anständigkeit der Geschmähten. Die Legion fordert Wut und Zähigkeit, aber sie gibt uns gutes Eisen und lässt ihre Soldaten nicht wie Geier nach Nahrung suchen. Zurück zu meinen Fragen.
Wie konnte der scharlachrote Chor deiner Meinung nach so viele Stufenmänner und Frauen zum Beitritt bewegen? Alles begann mit Sirin. Sie sang ein Lied, mit dem sie ganze Dörfer dazu brachte, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Und als diese Bauern erst einmal ihre Nachbarn oder Cousins für Nuradas Stimme erschlagen hatten, wurden sie dadurch entweder zu brutalen Kriegern oder zu willenlosen Sklaven. Auch viele Verbrecher und Herumtreiber haben sich dem Chor angeschlossen. Anscheinend braucht der Abschaum der Stufen nicht mehr als ein Versprechen auf Ruhm und sanktionierte Ausschweifungen, um sich gegen ihre Nachbarn zu wenden. Schön ist das nicht und sollte es auch nicht sein. Der Chor ist eine Esse, der ganze Dreck der Stufen wird hineingeschüttet und die besten Stücke werden zur Waffe verfeinert. Viele treten dem scharlachroten Chor bei, weil sie lieber auf der Seite des Siegers stehen. Welch eine Schande, dass solche Patrioten nicht von gestandenem Nordblut sind, zu schwach oder zu zart, um Geschmähte zu sein. Mehr Ungebundenheit von der Lehnstreue zu den jüngeren Königreichen, außer dem scharlachroten Chor, gibt es nicht für sie. Nicht jeder hat das Glück, Tunons Vertrauen zu gewinnen. Ja, danke. Es ist besser, die Angehörigkeit des Stufenvolks Kyros in irgendeiner Form dienen zu lassen, als sie Massengräber verrotten zu sehen. Die Geschmähten weisen alle Angehörigen des Stufenvolks ab. Das scheint mir eine törichte Weise wählerisch zu sein. Angehörige des Stufenvolks wären nur ein schwaches Glied im geschmähten Schildfall. Das klingt wahrscheinlich am besten. Weil das würde wahrscheinlich meine Gunst bei ihm verringern. Das würde wahrscheinlich würde das meine Furcht bei ihm stärken. Das meine Gunst verringern. Nehmen wir das Unterste. Das ist wahrscheinlich neutral. Ja, der Norden ist unsere gemeinsame Verbindung, unsere Übereinstimmung. Wie könnte ich einer Frau oder einem Mann vertrauen, den Schildfall aufrechtzuerhalten, wenn ich ihre Bräuche nicht verstehe? Dann genug vom Chor. Gut. Let's move on to another matter. Gut, lass uns andere Angelegenheiten besprechen. Was ist mit deiner Verbindung zu Rührer? Siblings. Half-siblings. Regrettable and repugnant as that fact might seem, it is true. Though the products of different nations and cultures, we have the distinction of sharing a father. Zur Hölle? Wir sind Geschwister, Halbgeschwister. So besauerlich und abscheulich diese Tatsache wirken mag, es stimmt. Wir sind Abkömmlinge verschiedener Nationen und Kulturen, aber wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir denselben Vater haben. I am disgusted by the thought that my father lay down with some low-born southern farmhand. But my horror does not spare me from the truth of it. So I accept the fact and try to move on. Der Gedanke, dass mein Vater irgendeine niedere Landarbeiterin aus dem Süden besprungen hat, ekelt mich an. Aber mein Abscheu erspart mir die Wahrheit nicht. Deshalb akzeptiere ich die Tatsache und versuche weiterzumachen. You should take it as a compliment to our father's skills. My mother's a tough woman to please. I rather think I took after him, don't you? Du solltest das als Kompliment für die Fähigkeiten unseres Vaters sehen. Meine Mutter kann man nämlich nicht so leicht zufriedenstellen. Ich bin wohl eher nach ihm geraten. Was meinst du? Wie seid ihr beide euch dieser Sache bewusst geworden? Mögt ihr euch überhaupt? Not particularly. She is unstable at the best of times and a hardened killer at the worst. I don't know what her family did to her, but she lacks any pretense of human decency. Nicht besonders. Zu den besten Zeiten ist sie instabil, zu den schlechtesten eine abgehärtete Mörderin. Ich weiß nicht, was ihre Familie angetan hat, aber wie tätlich erscheint menschlichen Anstands. It takes one to know one. Don't act like we're so different, Barrack. You're the most repressed and intolerant soldier I've ever met. You hide it under duty and pride, but it's still there. Man sollte nicht von sich auf andere schließen, Barrack. Tu nicht so, als wären wir so unterschiedlich. Du bist der gehemmteste und intoleranteste Soldat, den ich jemals getroffen habe. Du verbirgst es unter Pflicht und Stolz, aber es ist immer noch da. Wie seid ihr euch dieser Sache bewusst geworden? During the conquest, the Scarlet Chorus made sport of shooting down messenger birds on their way to the disfavored camp. Anything they could accomplish to hinder our efforts or embarrass us was fair game. Während der Eroberung machte sich der scharlachrote Chor einen Spaß daraus, Briefvögel auf dem Weg zum Lager der Geschmähten abzuschießen. Alles, was sie dafür tun konnten, unsere Bemühungen zu behindern oder uns zu blamieren, war ihnen recht und billig. My father sent a missive intended for my eyes alone. By incredible chance, Verse intercepted it and recognized the name and handwriting. Mein Vater schickte ein vertrauliches Sendschreiben, das nur für meine Augen gedacht war. Durch einen unfassbaren Zufall fing Lyra es ab und erkannte den Namen und die Handschrift. She found me in camp that evening, and we discussed our unlikely situation.
We've done everything in our power to keep the word quiet. Not many in the Legion know that I share blood with a Southerner, much less a chorus rat. Sie suchte mich an diesem Abend im Lager auf, worauf wir unsere merkwürdige Situation besprachen. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, es unter Verschluss zu halten. Nicht viele in der Legion wissen, dass ich mit einer Südländerin blutsverwandt bin. Ganz zu schweigen davon, dass sie eine Chorratte ist. Don't worry, Barrack. When my old gang boss caught wind of our discovery, I killed her and took the gang for myself. Our secret's safe with me. It was, anyway. Keine Sorge, Barrack. Als meine alte Bandenchefin von unserer Entdeckung Wind bekam, tötete ich sie und übernahm die Bande selbst. Bei mir ist unser Geheimnis sicher, oder vielmehr, es war sicher. Barrack, wie hat dich das beeinflusst? Well, Verse has a nasty habit of jabbering in my ear and making this war intolerable. I plan on parting ways and returning to the north at first convenience. My father will answer for his infidelity. Nun, Lyra hat die garstige Angewohnheit, in mein Ohr zu plappern und diesen Krieg dadurch unerträglich zu machen. Ich plane, dass wir baldmöglichst getrennte Wege gehen und werde in den Norden zurückkehren. Mein Vater wird für seine Treulosigkeit büßen müssen. Beyond that, I am happy to consider myself in every way unaffected. My superiors once accused me of having an impulsive streak, but I have worked to suppress it at every turn. Darüber hinaus bin ich froh, mich in jeder Hinsicht für unbeeinflusst zu achten. Meine Vorgesetzten beschuldigten mich einst, eine impulsive Ader zu haben, aber ich habe auf Schritt und Tritt daran gearbeitet, sie zu unterdrücken. When you go back home, send father my fondest greetings and thanks. If he hadn't gone to ground on my mother's dry dock, I might not be here today. Wenn du zurück nach Hause gehst, dann bestelle Vater meine herzlichsten Grüße und meinen Dank. Wenn er nicht im Trockendock meiner Mutter aufgelaufen wäre, gäbe es mich heute wohl nicht. My heritage was a point of pride and distinction before I met you, Verse. Not that you would care. Bevor ich dich traf, Lyra, war ich auf mein Erbe stolz und hielt mich für etwas Besonderes. Nicht, dass ich das kümmern würde. Lyra, ist irgendeine bedeutende Auswirkung aufgefallen? I've asked myself about that several times, but unfortunately I don't have what you'd call a definitive answer. Das habe ich mich auch schon mehrmals gefragt. Aber ich habe leider keine definitive Antwort darauf. The Northerners put a lot of meaning behind family and blood. Seems arbitrary to me, but I don't want to discredit it entirely. Die Nordländer legen viel Wert auf Familie und Blut. Für mich wirkt das willkürlich, aber ich möchte es nicht gänzlich anzweifeln. There have been times when I acted strangely on the battlefield and could find no reason why, or gotten distracted and had thoughts I couldn't explain. Es gab Zeiten, da verhielt ich mich auf dem Schlachtweg merkwürdig und konnte keinen Grund dafür finden, aber ich wurde durch Gedanken abgelenkt, die ich mir nicht erklären konnte. I suppose there's no telling for sure, but if I had to guess, yeah, sometimes I get messed up in my head and learning I had a brother has helped me understand that better. Ich glaube, mit Sicherheit kann man das nicht sagen, aber wenn ich raten müsste, dann ja. Manchmal gerät mir im Kopf alles durcheinander und zu erfahren, dass ich einen Bruder habe, half mir dabei, das besser zu verstehen. Lass mich was anderes fragen. Würdest du gerne das Entfernen deiner Rüstung besprechen? Er schaut dich sehr lange an, wobei sein Gesichtsausdruck für dich wie immer unlesbar bleibt. Though we are encouraged to couple and mate within the Legion, I don't consider you one of my cohorts. I think I'll decline. Man ermutigt uns zwar, uns innerhalb der Legion zu vermählen und zu paaren, aber ich sehe dich nicht als Mitglied einer meiner Kohorten an. Ich glaube, ich lehne lieber ab. Barry, ich habe nicht von Geschlechtsverkehr gesprochen. You weren't. Forgive me. It's been some time since anyone made an advance, and I am long out of practice, as you can see. Oh, hast du nicht vergeben? Es ist schon eine Zeit lang her, dass mir jemand Avancen gemacht hat und ich bin schwer aus der Übung, wie du selbst gemerkt hast. Er schlägt sich laut scheppernd gegen seine eiserne Ja. Suffice it to say, my armor and I will not be separated for the time being. When the war is over, perhaps Tunon will lend me one of his forge bound. Until then, here I remain. Es genügt mir zu sagen, dass meine Rüstung und ich uns vorerst nicht trennen werden. Wenn der Krieg vorbei ist, wird mir Tunon vielleicht einen seiner Eisengebundenen ausleihen. Bis dahin bleibe ich hier drin. My armor saved me from the destruction of Stalwart, where thousands of others lost their lives. So you can see why I continue to wear it. For the time being, we will not be separated.
Meine Rüstung bewahrt mich vor der Zerstörung des unbeugsamen Landes, wo tausende andere ihr Leben verloren. Jetzt weißt du auch, warum ich sie weiterhin trage. Vorerst werde ich mich nicht von ihr trennen. Ist es da drin denn bequem? Ich habe mittlerweile wohl genügend Schwielen, dass ich nachts schlafen kann, aber bequem würde ich das nicht nennen. Du etwa? Das ist meine Rüstung. Sie hat alles, was sie braucht und sogar noch mehr. Ein Ziel, Bedeutung, Stärke. Wäre sie für mich bequem, würde ich das nur... würde das nur ihre anderen Qualitäten schmälern. Möchtest du überhaupt, dass sie abgenommen wird? Ich würde jetzt lieber darüber nicht sprechen, Schicksalsbitter. Bitte betrachte dieses Thema als erledigt.